Willkommen zurück bei Risen. Wir sind immer noch in Paddy's Bar. Ich habe offscreen zwei, drei Sachen verkauft. Nur Kleinigkeiten, Perlen, die wir hier von Sorti bekommen haben. Gab insgesamt noch 50 Gold. Und ich wollte nochmal mit Vasili reden. Wir besorgen uns nämlich jetzt noch die beiden Rüstungsplatten. Aber erstmal quetschen wir ihn wegen Romanov aus. Du gehörst zu Romanovs Mannschaft? Ja, das stimmt. Wird langsam Zeit, dass wir mal wieder in See stechen. Mir kommt es auch vor, als wären wir schon seit Jahren in diesem Nest. So, und dann... Ah ja, beklauen können wir ihn auch. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, als würde ich das Zeug verteilen? Wir könnten jetzt auch die Rüstungsplatten kaufen. Klauen. Ich nehme aber erstmal die 5 Gold. Denn ich will ja gegen ihn kämpfen und mir die so holen. Hier ist dein Gold. Geht doch. Ach nein! Ich wette, Luko steckt sich immer noch genug in die eigene Tasche. Gibt's doch nicht. Hier ist das Zeug. Verdammt, ich bin so dumm. Nein, ich wollte ihn umhauen. Ich wollte doch nicht kaufen. Wie dumm. Wie dumm. Okay, aber an sich kann ich mir dann, glaube ich, auch den Taschendiebstahl fahren. Weil, wenn wir ihn umhauen, kriegen wir sowieso alles. Beziehungsweise eigentlich, wenn wir ihn umhauen, alles klauen von ihm und danach Taschendiebstahl machen, können wir noch einen Knüppel klauen für 2 Gold. Oder? Machen wir das doch so. Außerdem steht er gerade draußen. Gut. So, Vasili. Komm her. So, hier nochmal. Du gehörst. Ja, wird langsam Zeit, dass wir mal... Ich klicke das jetzt einfach mal durch. So, hier, ich werde dich umhauen. Kein Gold zahlen. Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Na, dann zeig mal, was du kannst. Mach schon! So. Tja! Beste! Hä? Ja! Ah. Beste! Erst parieren. Oh. Oh. Mach schon! So, und dann schön parieren wieder. Lass da! Ja. Weiter! Oh. Ja. Lass da! Ah. Ja, da habe ich zu lang gebraucht, genau. Beste! Ja. Okay, gleich haben wir ihn. Komm, einmal noch. Sehr schön. Das Schwert nehme ich. Und das nehmen wir auch alles mit. Und dann haben wir nämlich jetzt auch die 5 Platten insgesamt. Sehr schön. Komm, steh auf. Aufstehen. Dreckskerl. Ich hoffe, die Rüstungsplatten bleiben dir im Halse stecken. Ich hatte nicht vor, die zu essen. Jetzt beklauen wir ihn noch. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, und den Knüppel noch. Das Zeug verteilen? Ach, ehrlich. Zu jemand anderem. Gut, dann wäre das auch erledigt. Sehr schön. Ja, ich habe 3 von 4 Punkten bei den Banditen. Das heißt, ich würde ihnen gerne Carrasco geben. Also die Rüstungsplatten. Denn wir haben ja noch andere Banditenquests offen. Zumindest eine, die ich gerade weiß. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Und deswegen werde ich die jetzt erst einmal behalten. Und wir marschieren jetzt zu Kommandant Carlos. Denn er wollte uns ja auch sehen. Denn ich glaube, danach gibt es nur noch Sachen zu erledigen, die wir hier nachts machen können. Also wir müssen ja noch in das Haus vom Don einbrechen. Und das will ich auf jeden Fall machen und mich da sehr gründlich umsehen. Obwohl da wahrscheinlich auch vieles verschlossen ist. So, naja, umgesehen haben wir uns hier schon. Halt! Kein Zutritt! Mach schon Platz! Carlos hat mich rufen lassen. Ah, tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, okay, schon gut. Du kannst reingehen. Gut. So, das ist er schon. Sonst da irgendwas? Felipe. Hallo, Felipe. Reden wir erstmal mit was dir. Was willst du? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Ausbilder. Ausbilder für den Stabkampf. Aber hier gibt es nichts für mich zu tun. Wie meinst du das? Carlos hat fast alle Männer in die Stadt geschickt. Da bleibt wenig Zeit für die Ausbildung. Was ist mit dir? Möchtest du trainieren? Bring mir was über den Stabkampf bei. Aber eigentlich... Okay, du könntest uns Stärke nochmal... Ja, das wird richtig teuer. Ah gut, brauchen wir aber gerade nicht. Danke, und Stabkampf will ich jetzt eh nicht. Macht euch das irgendwie was aus, Jungs? Nö? Gut? Okay. Gibt's hier überhaupt irgendwas? Nö. Super, es hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt. Ja, fantastisch. Hier ist noch ein Ordensdödel, ein Ordenskrieger.
Und da oben dasselbe. Okay, dann können wir hier wieder runter. Schade, ich dachte, hier gibt es irgendwas Nettes zu klauen. Hier zum Beispiel. Oh, nett, die Tür ist offen. So. Truhe. Schlösser knacken verstehe ich nicht. Verdammt, oh, geil. Dein Schild. Brauchst du sogar zwei Hände? Danke. Ich bediene mich mal, Jungs, ne? So, als kleine Motivation, falls wir uns doch den Ordenslehrern anschließen sollten, was wir aber nicht vorhaben. So, la 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 la. Sehr schön. Gucken wir doch mal. Einen von den rostigen Zweinern will ich behalten. Na, die sind ja nichts wert. Schade. Aber 30 Klickenschaden, okay. Wobei mit dem Schild, das gefällt mir ehrlich gesagt so ein bisschen besser. Du warst ein ganz normaler Team und hier ist auch noch... das ist aber gefährlich. Er sieht's aber nicht. Die sehen das wirklich nicht. Das ist fantastisch. Naja, dann. Da können wir nichts nehmen. Da können wir auch nichts nehmen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Schlösserknacken verstehe ich komm, nichts. Aber die... Jawohl, die ist offen. Sehr schön. So, nehmen wir. Achso, jetzt müssen wir natürlich auch leise wieder hier raus. Sonst haben wir ein Problem. So. Hallo, Carlos. Ich speichere mal wieder. So, da bist du also. Wird auch langsam Zeit. Kennen wir uns? Dein Ruf eilt dir voraus. Schon als du diese Stadt betreten hast, hörte ich von dir. Die einen sagen, du würdest als Spitzel für Don Esteban arbeiten. Was? Die anderen wiederum behaupten, dass du dem Orden der Heiligen Flamme beitreten willst. Ja. Hust. Wenn ich dich so ansehe, scheint mir, dass dein Geist noch unentschlossen ist. Alles, was ich sehe, ist ein junger, kräftiger Mann mit Tatendrang. Ich kann mich natürlich auch irren. Also, klär mich auf. Was willst du in meiner Stadt? Ich habe keine Ahnung, was du jetzt von mir hören willst. Ich melde... Nee. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt von mir hören willst. Ist das so? Nun denn, dann erkläre ich dir jetzt mal, wie das hier läuft. In dieser Stadt herrscht das Gesetz des Inquisitors Mendoza. Und ich bin seine rechte Hand in dieser Stadt. Das bedeutet, ich bin das Gesetz dieser Stadt. Jeder Störenfried und Verbrecher, der versucht, das Gesetz zu brechen, wird bestraft. Also, halte dich an meine Anweisungen. Und ich werde sehen, was ich im Gegenzug dazu für dich tun kann. Ja, das klingt nett. Wie kann ich dich unterstützen? Was genau ist deine Aufgabe in der Stadt? Wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Warum ist der Inquisitor gerade auf diese Insel gekommen? Und welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Okay. Fragen wir erstmal nach dem Inquisitor. Warum ist der Inquisitor gerade auf diese Insel gekommen? Hier ereignen sich Dinge, die unsere Anwesenheit unabdingbar machen. Die heilige Halle der Vulkanfestung wird von sehr alten Kräften bedroht, die seit langem verschollen geglaubt waren. Wir sind gekommen, um die heilige Flamme und das Volk dieser Insel zu schützen. Wir müssen die Geheimnisse der emporgestiegenen Tempel ergründen und das alte Volk ihrer Erbauer verstehen lernen. Zu diesem Zweck sammeln wir alles, was wir in den Ruinen der alten Tempel finden und bringen es in die Festung. Okay. Wie siehst du die Zukunft für diese Stadt? Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Okay, wie stehst du zu den Banditen? Wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Vor unserer Ankunft hatte Esteban großen Einfluss in dieser Stadt, aber als wir kamen, ist er gewichen. Jetzt versteckt sich der Banditenkönig irgendwo jenseits dieser Mauern. Ohne ihn sind seine Leute nur ein loser Haufen von Landstreichern und Gesetzlosen. Ich beobachte sie. Solange ihre Zahl überschaubar bleibt, haben sie keine Macht. Das kann sich allerdings schnell ändern. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Was genau ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Leider sind viele der alten Artefakte auf dieser Insel aus Gold und deshalb sehr begehrt. Es wird geklaut, was das Zeug hält. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die goldenen Artefakte in die Vulkanfestung gebracht werden. Jeder kleine Dieb und Hehler dieser Stadt will einen Teil des großen Kuchens haben. In dieser Stadt befinden sich immer noch eine ganze Menge Artefakte aus den Tempelruinen im Umlauf. Das allein ist nicht weiter schlimm. Doch leider werden viele davon immer wieder aus der Stadt geschmuggelt und verschwinden im Banditenlager des Don. Wenn ich bloß wüsste, wie diese Artefaktschmuggler das bewerkstelligen. Das Loch muss endlich gestopft werden.
Wie kann ich dich unterstützen? Ich brauche loyale Männer, die in meinem Sinne handeln und mithelfen, diese Stadt intakt zu halten. Wenn du mir helfen willst, dann unterstütze mich, die verbrecherischen Banditen im Zaum zu halten. Ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich dir jetzt sagen, was du tun wirst. Geh und finde alle Banditen auf den Straßen meiner Stadt. Stelle sie und sorge dafür, dass sie keinen Schaden anrichten. Meine Wachen werden dir dabei helfen. Viel Erfolg und denk dran, ich werde dich beobachten. Wenn sich etwas Wichtiges ereignet, das dich deiner Aufnahme in unserem Orden näher bringt, werde ich dich rufen lassen. Okay, ja, gut, eine normale Quest einfach nur. Ich denke, die werden wir dann wahrscheinlich abbrechen müssen. Gucken wir mal, ein paar Sachen wegen haben wir der schon Banditen erledigt. Des die Sache mit Cid zu meinen. Genau, Cid war eine harte Nuss, jedoch wird er dir ab heute keine Probleme mehr machen. Cid war eine harte Nuss. Jedoch wird er dir ab heute keine Probleme mehr machen. Cid, sagst du? Der war mir schon lange ein Dorn im Auge. Sehr gut. Hier hast du ein paar Münzen als Belohnung. Ah, sehr schön. Okay, aber wir sind immer noch ein Schiffsbrüchiger. Das ist sehr, sehr gut. So können wir das nämlich noch so ein bisschen auszögern und immer noch so ein bisschen was abgreifen bei ihm. Gut. Dann wäre das jetzt auch erledigt. Ja, also möchte ich auf jeden Fall versuchen, erstmal noch zwei Quests für die Ordenskrieger zu machen, damit wir da auch 3 von 4 haben. Ah, was haben wir denn hier noch zu tun? Ja, einbrechen, einbrechen, nochmal einbrechen, ne? Und hier müssen wir auch einbrechen. Und überall einbrechen, okay, wie viele Talentpunkte haben wir? Wir haben noch 10 immer noch. Ja, das wird so... Genau, hier müssen wir für Weasel... Wie machen wir das geschickt? Ich würde gern das für Weasel noch machen, für die Banditen. Und sonst an Banditenquests haben wir doch, glaube ich, nichts mehr, oder? Gucken wir gerade mal hier durch. Hafenstadt, das Familienerbstück, das ist genau, wo wir für Toni zum Don mussten, beziehungsweise, das ist ja auch noch eine Banditenquest, genau. Wir mussten in das Haus des Dons einbrechen, was wir auf jeden Fall machen werden, und da entweder für diesen Wachposten vor der Tür entweder Toni vertreiben oder Toni halt das Erbstück bringen. Okay, die Söhne von Tilda, ja, da weiß ich gerade gar nicht genau, nee, das ist, hat nichts damit zu tun. Toni loswerden, das Gegenstück in Zelda Karte. Der gefangene Schatzsucher, der ist auch an dem Haus, deswegen müssen wir da auch deswegen rein und das dritte Stück kaufen. Patty will die Stadt verlassen, ja, alles was Heilung bringt. Leonardo will, dass ich ihm 10 Heilkräuter, 5 Heilpflanzen und 2 Heilwurzeln besorge, die ich mit Sicherheit nicht habe. Moment, das notiere ich mir mal gerade nebenbei. 10 Kräuter. So, sehen wir. Kräuter. Ja, sorry, wenn ich mir das jetzt hier aufschreiben muss. 5 mal Pflanzen, nicht, dass ich da durcheinander komme, für später mal. Und Wurzeln, 2 Stück, okay, haben wir mit Sicherheit nicht da. Aber dann können wir mal gucken, dass wir die vielleicht irgendwie noch kaufen können, vielleicht bei ihm. Vielleicht können wir die sogar bei ihm klauen, das wäre natürlich auch geil. So, alle guten Dinge sind 3, das sind die Goldschalen, genau. Carrasco will die 5 Platten, Konrad abkassieren. Nelsons Ring. Nelson möchte den Ring wieder haben, der ihm gestohlen wurde. Ich werde den Ring zurückbringen. Dafür. Ist das der von. Ja, Moment. Nelsons Ring. Wir hatten. In der Nähe von Salty hatten wir immer bei dieser einen Frau, bei. Was? Kathy? So eine Ringoption. Ich konnte mich aber so gar nicht mehr an die Quest erinnern. Deswegen ist mir das nie großartig aufgefallen. Moment, ich werde mal kurz hier speichern. Was hast du getan? Was meinst du? Du trägst die Schuld daran, dass Cid die Stadt verlassen muss. Jeder ist für seine Taten verantwortlich. Ach, geh mir aus den Augen, du Mistkerl. Scheiße, okay. Ja? Verdammt. Oh, das ist... blöd. Mist, das ist blöd. Ist Delgado und Co. sind die jetzt auch sauer auf mich? Das wäre aber ziemlich ungeil. Okay, ich werde hier nochmal einen Cut machen und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dann.